Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Lego Harry Potter mit einem Bonuslevel. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet, aber... Okay. Dip, 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 dip. Weißt du, da habe ich in der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Sachen einsammle, weil ich weiß ja nicht, ob das lohnt. Ja. Könnt ihr mal sehen, was ich für eine Loot-Gear habe. Kann ich da einsteigen? Da rein. Oh, cool. Es ist ja nicht so, dass wir minderjährig sind und noch keinen Führerschein haben, aber das ist ja egal. Ich würde mal sagen, das ist Unfall. Oh. Explodiere ich jetzt? Oh, okay, cool. Dachte, ich könnte die... Es hat keiner gesehen, dass ich Ron überfahren habe, okay? Erzählt es auch niemandem. Ich möchte nicht ins Gefängnis. So, okay. Aber es sieht so aus, als ob man... Kann ich da weiter rein? Nee. Es sieht aber so aus, als ob man teilweise dann doch mit dem Auto fahren muss. Zumindest mit irgendeinem... Fahrzeug. Und ist gerade einfach so ein Crash-Dummy. Den muss einfach herhalten. Wenn ich die überfahre, kriege ich die dann. Natürlich kriege ich dann alle nicht. Also ich muss halt 100.000 sammeln. So habe ich das verstanden. Das Problem ist, der kann auch nicht rückwärts fahren. Wenn ich nach oben drücke, fährt er nach oben. Ja, wenn ich dann rückwärts fahren will und ich nach unten drücke, macht er den hier. Ist ein bisschen ungewohnt. Aber wenn ich dann so mache, kann ich so wieder zurück. Och, Ron. Weißt du, ich fahre hier mit... Du weißt, ich fahre hier mit dem Auto lang, ja? Und du springst mir dann trotzdem jedes Mal vors Auto. Also... Natürliche Selektion nennt sich das. Ja, es ist vollkommen verdient, überfahren zu werden. Nicht zu Hause nachmachen, ja? Tut mir und euch und allen anderen bitte den Gefallen. Macht das nicht zu Hause. Ich bin da ein sehr schlechtes Vorbild. Und das solltet ihr euch nicht zum Vorbild nehmen. Außer ihr spielt Lego Harry Potter. Dann, dann macht das. Weil es Spaß macht. Und weil Ron sich immer in den Weg schmeißt. Der hat selber Schuld. Also ich denke mal auch ein paar Sachen haben wir noch. Guck mal, kann ich? Aber zu Fuß dauert das halt einfach viel zu lange, alles kaputt zu machen. Das haben die schon mit Absicht so gemacht. Das dauert echt zu lange. So. Yay! Lego-Fußball. Toll. Also ich habe gerade erst angefangen und schon verkackt, weil der Ball da jetzt nicht mehr rauskommt. Und komme ich hier wieder raus? Hilfe? Achso, ich... Ich habe kurzzeitig tatsächlich vergessen, dass ich springen kann. Wenn das mal nicht bitter ist, dann weiß ich auch nicht. Na komm, Ron, du kannst ja gar nichts. Hier. Ah, fast rein. Kann auch nichts, aber ist egal. Ja, geil. Nochmal. Ja, geil. Und nochmal ein letztes Mal. Bam. Ja, irgendwas hat sich verändert. Oder auch nicht. Ich mach dir jetzt nochmal hier ein paar Mal rein. Ja. Manchmal, ja. Da können Spieler ein bisschen nerven. Yay. 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 Ach, die Dinge haben sich angehoben, damit man... Alles klar, ich verstehe.
Ich verstehe. So, jetzt kommen wir auch hier hin. Nein. Oh, verdammt. So, nochmal. Ja, die Perspektive ist halt schwer zu erkennen, wenn ich, ja, wenn ich ehrlich bin. Dafür gehe ich jetzt einmal hier rein. Egal. So, zack. Ich finde es schön, dass Ron auch immer auf uns wartet. Als ob er nach einer Erlaubnis fragen muss. Warte mal. Okay. Ja, hier kann man dann tatsächlich so ein bisschen in den Bonusleveln die ganzen Zauber, die man noch freischalten wird, ein bisschen damit rumspielen, sag ich mal. Ja. Läuft. Das sieht auf jeden Fall nach Spaß aus. Geil. So, was haben wir hier? Ja. Da bin ich jetzt leider auch nicht so ganz in der Materie drin, euch zu sagen, wie die Zaubersprüche heißen. Das ist, ja. Da gibt es definitiv andere Leute, die das besser können. Zumal es auch, ich muss zugeben, das letzte Mal, wo ich Harry Potter gesehen habe, ist auch schon ein, zwei Tage her. Verdammt geil. So. Jetzt wird Harry überfahren. Jetzt weiß er, wie das ist. So, die Gerechtigkeit, ja, die sieht immer. So, der Nightbus. Der ist auch so groß, wenn ich Sachen überfahre. Sammelt das Hinterteil die wieder ein. Finde ich nice. Huch. Kann es sein, dass ich dann, wenn ich hier mit reinfahre, kann ich da mit reinfahren? Nö. Aber, aha. Ja, hätte ja klappen können. Hm. Also die 100.000 haben wir ja schon mehr oder weniger bald. Aber man kann auch einfach so machen. Das ist natürlich auch eine Option. Alter. Kann ich mich hier draufstellen und das zaubern? Achso, nee, aber mein guter Freund Harry kann das. Macht das auch gerne. So, mach. Danke. So. Machen wir das nochmal hier. So, hoch. So, da haben wir auch 100.000. Dann gehe ich mal hier dran. Aha, aha, aha. Achso. Und hier gibt es einen goldenen Stein. Nice. Level abgeschlossen. Oh, okay. Ich kann. Oh, ich werde einfach rausgeschmissen. Das ist toll. Gut, das Ding ist aber, hier konnten wir auch nochmal ran. So, dö. Und ganz ehrlich, wenn ich schon mal hier bin, mache ich das auch. Einfach nur. Immer da war ein Bonus-Level. Ja, der Bauarbeiter Teil 1 von 4. Was? Hallo, und dies ist der Levelbildner, wo du und deine eigenen Lego-Welten bauen und spielen kannst. Diese Ballons sind überall herumgeblasen worden und müssen aufgeräumt werden. Geh zu einem und drücke X.
Nun wähle das rote Kreuz und drücke A, um das Objekt zu löschen. Kannst du alle Ballons beseitigen? Denk daran, du musst neben jeden X drücken. Schön. Hoch. Hoch. Achso, X. Ja. Also, da verkackt das schon beim zweiten direkt. So. Um hohe Dinge zu erreichen, halte X gedrückt, um einen Sucher zu erhalten, mit dem du den Ballon anvisieren kannst. Achso. Ja. Cool, das ist, wir gehen mal wieder. Achso. Ich habe zwar schon vom Doppelsprung gehört, habt ihr bestimmt auch, aber ja, weißt du, scheiß auf das Bauen hier. Dieser ist viel geiler. Bin ein Tornado. Bin ein Tornado. Hui. Husch. Okay. Großartig. Pflanze nur noch ein paar Bäume. Drücke und halte neben dem Baum B gedrückt. Gesperrt. Toll. Gesperrt. Toll. Achso, kann ich einfach kopieren. Boah. Achso, drückt halt wahrscheinlich. So. Ist das nicht ein tolles Level, das ich gerade editiere? Ja, da freuen sich die Kinder. Großartig. Nun ist es Zeit, das Level auszuprobieren. Pausiere das Spiel und wähle Level spielen oder halte Y gedrückt. Test. Zerschmettere die Bäume. Du benötigst 2000 Stats, um die Tür zu öffnen. Das ist voll gemein. Ich hab den gerade so schön aufgebaut. Was soll denn das? Wenn du... Naja. Zerschmetternde Bäume, ja, ja. Ja, und das andere. Wenn du nicht genügend Stats hast, pausiere das Spiel und wieder Level bauen. Von Bäumen gelangweilt, drücke Y und wähle ein neues Objekt. Special. Oh, oh. Also, platziere ich doch das. Wieso mache ich mir mein Level einfach einfacher, indem ich ganz viele hiervon platziere? Ist doch logisch. So. Was kann ich noch machen? Ich will nicht testen. Was war das? Nö. Oh. Wow. Okay. Gesperrt, gesperrt. Objekt. Achso, ich kann. Okay. Ich nehme natürlich die Tausender, warum sollte ich was anderes nehmen? So, testen wir das Level mal. Oh, das hat ja ein Mastermind gebaut. Also ich mag dieses Level. Nice. Toilette offen, wir können auf Klo. Tutorial beendet. Ja, das ist toll. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas bauen werde. Aha. Hoch. Okay, ich muss Dinge tun. Ich guck mal erstmal. So, weil. Das mache ich gerne. Gut, das heißt, ich muss. Was ist das? Das brauche ich nicht. Das ist dann wahrscheinlich der hier. So. Da. Er springt von alleine drauf. Okay. Gut zu wissen. So. Blöpp. Ja, spring drauf. Ja. Das ist ja richtig schwer. Das ist richtig schwer, wenn das in der richtigen. Boah, das ist ja richtig schwer. Oh, krass.
Sogar schon in der richtigen Reihenfolge hier. Das ist, boah, das, oh. Krass. Also da musste ich mich jetzt echt krass anstrengen. Das war... Uff. So, dann kann ich jetzt auf den hier wechseln und mal Kretze loslassen. Und das Ding betätigen. Und... Ja. Das Level weitermachen. Kann ich, wenn ich jetzt... Aha. Aber hier unten gibt es doch noch was. Na, gucken mal. So. Oh ja. So. Und so. Und so. Hat dieser lilane Stein mir gerade tatsächlich 10.000 gebracht? Ist nicht schlecht. Ja gut, 14 goldene Steine dafür, dass wir das Spiel mehr oder weniger gerade erst angefangen haben. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlecht. Einen brauchen wir noch. Ah, wie viel gibt's denn? Ein paar. ...40... ...45... ...50, okay. Gut, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass das bis 100 hoch geht. Aber, puh. Oh, ja. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Ich bin mal ehrlich, ich... Mach hier noch ein bisschen in der Winkelgasse rum. Wie sich das anhört. Und guck einfach nur. Hat es das nicht gespeichert? Doch, hat es. Ich habe doch das Ding. Ja, also ich bin mal ehrlich, diese Münzen, die man. Oder die Stats. Wie die heißen. Ich würde die persönlich, glaube ich. Je nachdem, wie krass man auf. Guck mal, ich kann ja da drauf nehmen. Okay. Ich würde die hierfür ausgeben. Für die goldenen Steine. So. Achso, ja, jetzt haben wir noch einen. Jetzt haben wir 15. Jetzt. Geh ich nochmal zurück. Gucken, ob wir. Ja. Ich kann das nicht überspringen. Warum kann ich das nicht überspringen? Okay. So, dann können wir jetzt zumindest zum dritten hin. Und kann man sich das nochmal angucken. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das meinte ich halt. Manchmal. Ja, jetzt. Dann ist das heute einfach nur eine Bonus-Level-Folge. Tja, man muss die angucken, ob sie wechseln. Okay, gut. Ich dachte, das hat einfach nur eine Reihenfolge. Ein Bonus-Level-Spiel. Wer der Bauarbeiter teilt 2 von 4. Ja, komm. Oh, hebe das Gelände mit dem B an und senke es mit X ab. Die Fische sollen im Wasser sein und die Katze auf dem Trockenen. Die Katzen. So kommt her, meine Kätzchen. So. Wie sehr sollen die im Wasser sein? Kann ich da nochmal so? Zack. So. Runter mit dir. Oh, okay. Was ist das? Du kannst schwimmen. Du darfst atmen. Und du darfst ertrinken. So. Irgendwo haben wir noch eine Katze, die nass wird. Ah, hier.
Nee, gar nicht. Ist damit vielleicht die hier gemeint? Ist die unzufrieden? So kann man es auch machen. So. Ach da. Oh, hätte ich fast nicht gesehen. Neuer Bildner-Charakter verfügbar. Ja, es ist wirklich schön. Das ist genau das, wo ich Bock drauf habe. Gut, ich schaue mir zumindest das Bonuslevel nochmal an. Das ist, ja. Okay, ich brauche die die Zutaten. Dann auch schon das erste. Rein da. Ah. Okay. Was ist? Achso. So. Zack. Das ist gewollt. So. So. Es fehlt noch der Arm. Achso. Wow. So. Zack. Also von dem Zaubertrank würde ich nichts trinken. So, was hat der Zaubertrank jetzt gemacht? Genau. Muss man dazu stehen? Achso, ich bin jetzt super stark geworden, deswegen kann ich das wahrscheinlich. Aha. Ah, jetzt habe ich meine Razor Kraken. Habe ich auch. So. Maron, gefällt dir das? Gefällt dir das? Okay. Warte. So, rein mit dir. Jetzt halt bitte die Schnauze. So, jetzt. Oh Gott. So, da. Harry ist unsterblich, ne? Ist ja mein Main Character, wollte ich gerade sagen. Ja, klar. Ron, bring dich halt um. Mach einfach. Das war eine blöde Idee. Oh Ron, du musst für mich sterben. Ich bin der Main Character. Ich darf nicht sterben. Das weißt du doch. Kann es sein, dass ich gerade. Das war geplant. Ich wollte das so. So. Jetzt ist er fest. So. Naja, der ist nicht fest. Der ist fest. Hört man am Knacken. So. Knack, knack. So. Zack, zack. Das müsste Nummer 16 sein, ja. Nice. Nice, nice. Ja, da haben wir noch ein paar bekommen. Wir können ja auf jeden Fall noch mehr bekommen, aber ob ich das jetzt noch weitermache? Diese Bonuslevel einfach alles hundertprozentig einsammeln, ich weiß es nicht. Die Zeit wird es zeigen. Ansonsten, ich denke mal, ich werde eine Menge sammeln, aber nicht auf 100%. Ich glaube, das kann ich so sagen. Aber gut, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es nur eine kleine Bonusfolge war, aber gehört ja dazu. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht die Story aber weiter. Ja. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.